Oh mein Gott, der Leaker-Tease-Two bricht sein Schweigen und das könnte GTA 6 Online für immer verändern. Über Gaming, direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, lange war es sehr, sehr still, was die Thematik angeht, doch jetzt meldet sich der wichtigste GTA-Leaker zu Wort. Die Rede ist von Tease-2 und dieser Leak, den er entdeckt hat, könnte die GTA-Reihe für immer verändern. Ja Freunde, wir lieben alle GTA und warten natürlich sehnsüchtig auf GTA 6. Die einen freuen sich auf den Story-Modus, die anderen auf den Online-Modus und jetzt soll ja auch noch was Neues dazukommen und zwar der RP-Modus. Doch das ist anscheinend noch nicht alles, denn Rockstar Games hat noch mehr mit uns vor. Doch kommen wir erstmal zum Anfang. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wir erinnern uns natürlich an das große Sommer-Update von GTA Online, der Bounties. Ja, und Tease-2 war sich nicht zu schade, die Dateien ins Detail zu gucken. Und so ist er auf was Wichtiges gestoßen. Diese Datei heißt Public Mission Creator. Dazu hat er noch gesagt, dass das Ganze leer zu sein scheint. Bedeutet, es dient als Platzhalter. Also es könnte die Tage einfach mal passieren, dass Rockstar Games sagt, oh, es gibt jetzt ein Update und dann haben wir plötzlich den Public Mission Creator. Doch was ist das Ganze und wieso könnte es die GTA 6 Geschichte verändern? Ja, Freunde, die Fans sind natürlich voller Freude über diese Neuigkeiten, denn diese sind der Meinung, dass kurz bevor GTA 6 erscheint, diese Funktion online genommen wird. Und jetzt werde ich euch erklären, was das Ganze ist. Ihr kennt doch sicherlich erfolgreiche Spiele wie Minecraft, Roblox oder seit neuestem hat auch Fortnite diese Funktion, dass die Fans eigene Levels erstellen können. Und diese sind teilweise so kreativ, dass man meinen könnte, ey, das hat gar nichts mehr mit diesem Game zu tun. Denn Freunde, guckt euch mal diese erstellte Mission an und behaltet im Hinterkopf, dass es Fortnite ist. Hey there. I noticed you're delivering packages. My house is just down the street. Number 232. Do you mind going there next? Thanks a lot. I'll be seeing you soon. Ja, Freunde, kurz und knapp gesagt bedeutet das, dass die Fans ihre eigenen Levels erstellen können. So können wir in die Rolle verschiedenster Serien reinschlüpfen. Oder die Fans erstellen Maps, die einem Film ähneln. Es könnte passieren, dass wir plötzlich auf der GTA San Andreas Map rumlaufen können. Oder als Bauer spawnen, der eine Farm führen kann. Denn wie wir alle wissen, hat die GTA-Welt sehr viele Möglichkeiten. Und da würde so ein Public Mission Creator sehr gut kommen. Doch da sind natürlich nicht die einzigsten Neuigkeiten, die anderen werden noch die Tage folgen. Plus jetzt eine Frage an dich, welche Spielwelt würdest du in GTA 6 Online fühlen?